Hallo, da ist er wieder. Wir freuen uns alle. Ja, ich mich auch. Was ist denn nicht los? Ja, also willkommen nochmal wiederholt zum Leseschatz TV. Wir freuen uns, dass wir immer wieder geguckt werden und dass wir auch gern gelesen werden und dementsprechend wollten wir uns wiederholt ein Gesicht geben. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich fange einfach an, erzähle über die Bücher, die mir jetzt im Frühjahr gut gefallen haben, sehr gefallen haben. Alles Weitere kann man gerne in unserem Blog Leseschatz nachlesen oder auf unserer Homepage. Ich fange einfach an mit dem Buch, was oben liegt. McEwan, Kindeswohl. Ein Buch, was mich begeistert hat, was auch viel zum Nachdenken anregt. Es handelt von einer Richterin, die weit über London hinaus bekannt ist und sich immer für das Familienrecht einsetzt. Hier kriegt sie jetzt eines Tages einen Fall auf den Tisch gelegt, der sehr brisant ist, weil ein Jugendlicher, der bald volljährig wird, ist an Leukämie erkrankt und braucht eine Bluttransfusion, damit die Therapie komplett greifen kann. Während dieser Phase ist auch ihr Ehemann dabei, einen Seitensprung zu planen und bittet sie um den Segen, was sie natürlich nicht so schön findet und ihn einfach vor die Tür setzt. In dieser Seelensituation kriegt sie halt diesen brisanten Fall von diesem Jugendlichen, der die Bluttransfusion braucht, aber er und seine Eltern sind Zeugen Jehova, die aus religiösen Gründen diese Transfusion ablehnen. Spannend wird das Buch eigentlich erst dann, als sie sich entscheidet. Ich will nicht zu viel sagen. Es hat einfach viel mit Religion, Juristerei und mit Ethik zu tun, wo man sich selber als Leser fragt, wie würde man entscheiden? Das nächste Buch einer meiner Lieblingsautoren. Ich halte gleich zwei Bücher hoch, weil beide, das ist einmal Stefan Thome Fliehkräfte, gibt es ja schon als Taschenbuch. Jetzt neu, Stefan Thome Gegenspiel. Zu diesem Buch sei kurz erwähnt, es handelt von einem Philosophieprofessor in Bonn, der mit seiner Frau in einem kleinen Häuschen wohnt. Die Tochter fängt an zu studieren in Hamburg und die Frau dann irgendwann den Drang spürt, wieder zurückzugehen nach Berlin, bei der Theatergruppe zu arbeiten. Er auch einen Freund hat, der in Berlin einen Verlag leitet und ihn einlädt, doch wieder bei ihm auch zu arbeiten, dieses philosophische Magazin mit zu betreuen, was er rausbringen möchte. Das rumort den Protagonisten, regt den Protagonisten so an, dass er spontan ins Auto steigt und nach Paris, doch nach Paris fährt, um dann eine ehemalige Freundin zu treffen, mit der zu reden, weil ich meine, er ist Ende 60, hat alle Entscheidungen getroffen und wundert sich jetzt wieder, warum er wieder in diese Situation kommt, dass er alles entscheiden muss. Er fährt die alte Hochzeitsreise ab, die er mit seiner Frau gemacht hat, längs Portugal, längs. Das wird alles hier geschildert, Fliehkräfte, die ihn halt umtreiben. Das neue Buch Gegenspiel, was mich unglaublich begeistert hat, weil es einfach dieselbe Geschichte ist aus der Sicht der Frau. Hier lernen wir eine Sie halt kennen, die in Portugal groß geworden ist, während der Zeit der Revolution, der Unruhen, nach Berlin gegangen ist, dort einen Theatermacher kennenlernt, sich in den verliebt, die Beziehung hält nicht lange. Sie lernt dann den jungen Studenten kennen, der Philosophie studiert, mit denen sie dann halt gemeinsam halt nach Bonn geht, eine gemeinsame Tochter bekommen, die großziehen. Und als die Tochter halt auch nach Hamburg geht, um zu studieren, ist bei ihr der Drang wieder da, weil sie wollte dieses Spießerleben nie haben. Sie wollte eigentlich selber Karriere machen, hat ihre Karriere zurückgesteckt für ihren Mann. Und dementsprechend rumort es in ihr. Und es ist auch viel vorgefallen in Portugal, was wir peu à peu hier zu lesen bekommen. Ein unglaublich schönes Buch. Stefan Thome, Gegenspiel. Das Gegenspiel zu Stefan Thome, Fliehkräfte. Ein neuer Suter. Suter ist immer ein kleines Fest für mich. Hier jetzt ein Roman, der sich wie ein Krimi fast liest. Wir lernen einen Protagonisten kennen, der ein Videojournalist ist und auf der Fahrt im ICE nach Basel filmt er, wie jemand aus dem Zug fällt, gestoßen wird oder Selbstmord begeht. Er lernt Tage später, Zeiten später eine Frau kennen bei einem Interview, was er halt mitfilmt und die kommen sich näher und er sagt auch immer, dieses Video Journalismus-Dasein ist eigentlich nicht so meins. Ich plane immer einen großen Hollywood-Film, der Monte Cristo heißen wird. Und er erzählt ihr die Geschichte, das ist eigentlich so eine neue Variation von Monte Cristo, nur auf die moderne Welt gemünzt. Eines Tages findet er
bei sich, weil er Geld abhebt und er hat eine kleine Schatulle, wo er auch Geld selber hat. Und dort findet er zwei gleiche 100-Franken-Scheine. Auch die Seriennummer ist identisch. Und er fragt bei seiner Hausbank nach, ob die echt sind, die beiden Scheine. Und die Bank sagt auch, beide Scheine sind echt. Und jetzt lässt er recherchieren, beziehungsweise fragt sich, wie kann das vorkommen, dass zwei identische Scheine auf den Markt kommen. Kurze Zeit später wird seine Wohnung durchwühlt, er wird brutal zusammengeschlagen und jetzt weiß man nicht, liegt es da zusammen, dass er diesen einen gefilmt hat während der Zugfahrt, weil das war auch ein Banker, der ein bisschen mit Geldern gezockt hat, oder weil er diese beiden Scheine gefunden hat. Ein spannender, neuer, toller Suter. Klaus Modig, mein nächster Roman, den ich gerne gelesen habe. Klaus Modig hat immer eine schöne Leichtigkeit. Der Roman von ihm heißt Konzert und ein Dichter, weil es geht diesmal um die Worpsweder Künstlerkolonie. Aus der Sicht von Vogeler mit der Freundschaft zu Rilke, deswegen auch Konzert und ein Dichter, weil das berühmteste Bild von Vogeler ist halt das Gemälde, in dem ein Abendkonzert stattfindet und Rilke fehlt. Das ist bezeichnend für diesen Roman, denn es wird die Freundschaft zwischen Vogeler und Rilke gezeigt, wie sie aber auch zerbricht. Und Rilke in diesem Roman auch nicht immer sehr positiv daherkommt. Aber es war auch vor der Zeit, bevor er großer Lyriker wurde, große Werke geschrieben hat. Bei Modig ist es immer so, man hat einfach einen kurzen Lesespaß, man hat trotzdem das Gefühl, man hat ziemlich viel mitgenommen. Ein unglaublich toller Thriller, ein italienischer Roman von einem Autor, der normalerweise Drehbücher schreibt, hat hier jetzt einen Krimi vorgelegt, Daziri in der Finsternis. Wir lernen hier im Prolog einen Jungen kennen, der in einem Getreidesilo gefangen gehalten wird, 11 Jahre lang. Er seinen Peiniger nur schemhaft sieht und er muss ihn auch Vater nennen. Und der ihn wiederum nur Vieh nennt oder halt Sohn, jedes Mal, wie er halt gerade sich empfindet. Jahre später, er ist frei, kommen wir an einen Tatort, wo eine Familie, die ein Picknick nahe Roms machen wollten und der Vater kurz eingedöst ist, wacht auf, seine Frau und das Kind ist weg. Er ruft natürlich die Polizei und sucht sie und etc. Die Polizistin, die den Fall löst, kriegt zur Seite gestellt einen Menschenleser, der gelernt hat, durch die kleinsten Mimik und Gestik Menschen zu deuten. Das ist kein anderer als den wir am Anfang des Prologs kennengelernt haben, der halt in dem Silo war. Der hat einfach durch diese peinliche Zeit wirklich gelernt, jede Gestik zu lesen von seinem sogenannten Vater. Am Tatort finden Sie auch plötzlich eine Trillerpfeife. Und diese Trillerpfeife ist ein altes Relikt von ihm, was wirklich seine war. Dementsprechend weiß er, Vater ist wieder da. Ein unglaublich spannender, komplexer, toller italienischer Thriller. Doris Knecht, Wald. Ein Roman, der leicht verstörend ist, aber nichtsdestotrotz toll ist. Er handelt von einer starken Frau, die eine Modelabel hatte und auch wirklich Stars für Stars gearbeitet hat. Aber die Wirtschaftskrise naht und sie nimmt sie aber erstmal nicht ernst und sagt, das kann mich ja gar nicht berühren, ich habe meine Aufträge etc. Aber die Seifenblase platzt wirklich und sie ist auch betroffen und muss alles aufgeben und zieht sich zurück in eine geerbte Hütte mitten im Wald und wird Selbstversorgerin. Lebt von der Hand in den Mund und wird beim Wildern erwischt von den, man kann schon fast gut sein, an den nächsten Bauern dort, der dieses Tier sie ja nicht anzeigt und dieses Tier auch noch für sie zerlegt und sie dann auch immer mit Lebensmitteln versorgt und Haushaltsmitteln, was sie brauchen kann. Aber die Bezahlung, die sie dafür zahlen muss, ist sehr hoch, weil er verlangt von ihr körperliche Nähe, das heißt Sex. Aber irgendwie gehen sie auch diesen Vertrag, Stillschweinevertrag. Und es ist ein Buch, was wirklich fern jeder Aussteigerromantik ist, aber trotzdem einen nachdenklichen, tollen Ton hat. Ein uralter Klassiker, der jetzt aber auf Deutsch zum ersten Mal erschienen ist, im Gugolz Verlag von Hedin Brühl. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspreche, ich nenne ihn einfach so. Vater und Sohn unterwegs. Der erste Roman
der in Färöisch geschrieben worden ist, weil Färöisch ist eigentlich eine Sprache, die nur in Gesängen gezeigt worden etc. Hier zum Beispiel der erste Roman. Der Autor lebte selbst in 1901 bis 1987, ich kann hier ablesen. Spiegelt nichts anderes wider als die moderne Welt, die auf die alte Welt trifft. Wir lernen hier einen Protagonisten kennen, der sich sträubt gegen diese ganze moderne Welt, die Automobile etc. Gleich in der ersten Szene wird das verdeutlicht. Sie gehen auf eine Waljagd und die anderen Dörfler und die Söhne von ihm fahren alle mit dem Auto hin. Und der Sohn, der ihn halt immer begleitet, guckt immer ganz neidisch und der Vater sagt, ja, wir können auch über den Berg gehen, dann sind wir genauso schnell. Diese Waljagd fand ich, das war das, wo ich aufstoßen musste als Veganer, wo ich sagte, das Buch ist schon sehr realistisch, brutal, aber es ist halt Naturvolk, es ist vollkommen in Ordnung, wie sie leben. Das sind Menschen, die leben von Holz sammeln, die leben von der Jagd, die leben von allem, was die Natur denen noch geben kann, in dieser kargen, trostlosen Landschaft. So ist auch diese Waljagd, findet statt und der Vater im kleinen Suff kauft ein viel zu großes Stück Walfleisch und verschuldet sich damit. Dementsprechend ist er die ganze Zeit des Romans über auf der Suche bzw. nach der Möglichkeit, irgendwann die kommende Rechnung, die droht zu kommen, zu bezahlen. Ein sehr feiner, sprachlich unglaublich schöner, komplexer Roman, der uns eine Welt nahe bringt, die mir komplett neu war. Melanie Rabe, Die Falle, ein Buch, was mir praktisch ans Herz gelegt worden ist von einer Mitbloggerin, auch vielen Dank dafür. Es ist ein toller Roman, der sehr spannend ist, fast wie ein Kammerspiel ist, aber auch wie ein Krimi ist, also ein Spannungsroman. Wir lernen hier eine Autorin kennen in dem Roman, die sehr berühmt ist, aber ihre Leser halten sie alle fast schon für ein Pseudonym, weil sie lebt zurückgezogen in ihrer Villa am Starnberger See und zeigt sich nicht und hat auch die Schwelle nach draußen jahrelang nicht mehr überschritten. Sie hat eine Frau, die ihr hilft, die den Haushalt versorgt, den Einkauf für sie erledigt, ihr Verleger, der auch ein Freund geworden ist, ab und zu mal kommt. Das sind aber die einzigen Menschen, die sie zulässt und sie lebt wirklich für sich alleine, weil sie hat vor 12 Jahren ein Trauma erlitten. Sie hatte einen Liebeskummer und wollte ihre Schwester aufsuchen, sich ausweinen bei der und findet diese aber mit mehreren Messerstichen tot in deren Wohnung. Sieht auch noch, als sie an dem Leichnam ist, seitlich einen Schatten und schaut hin und sieht den Mörder noch. Sie kann das Gesicht sehen, aber der haut natürlich ab. Jahre später halt in dieser Villa, die ist jetzt diese berühmte Autorin, schaut sie Fernsehen und sieht im Fernsehen jenes Gesicht. Die Polizei damals hat ihr auch nicht viel Glauben geschenkt und sie will dem jetzt eine Falle stellen, weil er ist selber Journalist und sie hat noch nie Interviews gegeben. Sie überlegt sich, jetzt schreibe ich einen Roman. Das erste Mal ein Krimi. Sie hat hohe Literatur geschrieben, jetzt schreibt sie einen Krimi und schreibt genau den Tatvorgang. Den Tod ihrer Schwester und will ihn damit aus der Reserve locken, weil sie ihn auch einlädt dann zum Interview und denkt sich dabei natürlich, er weiß ja, er hat das Buch gelesen, er wird natürlich das alles erkennen. Während dieses Interviews ist es aber auch so, dass man als Leser jetzt nicht mehr weiß, wer stellt eigentlich wen eine Falle und wie ist es, was ist wirklich vorgefallen und wer ist hier verrückt. Spannender, toller Roman, der wie ein Kammerspiel ist, weil dieses Gespräch zwischen den beiden sich aufbaut. Ja, ein spannender Unterhaltungsroman. Noch so ein kleines, unbekanntes Büchlein. Eric Fayet, Zimmerfrei in Nagasaki. Das musste ich einfach lesen, weil japanische Literatur mich irgendwie immer reizt. Hier wirklich ein Roman, der sich sehr kurzweilig liest, aber lange nachklingt, genauso wie zum Beispiel Ich nannte ihn Krawatte, was viele vielleicht hoffentlich gelesen haben, ein Buch, was gelesen gehört, finde ich. Dies ähnlich. Es handelt von einem Mann in Nagasaki, der seiner Arbeit nachgeht und alleine lebt in seiner Wohnung. Langsam ein schleichendes Gefühl sich bei ihm breit macht, weil er denkt, Mensch, es kommen hier Sachen weg. Das heißt, die Getränkeflasche ist ein bisschen weniger geworden, mein Reis ist ein bisschen weniger geworden. Denkt sich aber dann irgendwie, der Joghurt, den ich gekauft habe, vielleicht habe ich ihn auch gar nicht gekauft, vielleicht habe ich auch ein Fließband liegen gelassen. Bis er so weit geht, dass er sich seine Getränkeflaschen markiert, wie weit der Stand war. Und nächsten Abend, also abends, wenn er nach Hause kommt von der Arbeit, wird es auch so, er sieht wirklich, es kommen Lebensmittel weg.
Jetzt baut er, installiert er bei sich Kameras, die er von seiner Arbeitsstelle aus online abrufen kann, und er beobachtet seine Wohnung und sieht auch wirklich bei sich in seiner Wohnung ist eine Frau, die in seiner Wohnung lebt, das jahrelang anscheinend schon. Dieser Fall, dieser Roman, schön geschrieben und sehr bewegend geschrieben, weil beide haben Beweggründe, wird auch alles erklärt, beruht auf eine wahre Begebenheit. Ein schönes Büchlein, was man wirklich so schnell mal inhalieren darf. Julia Jessen, Alles wird hell, ein Debütroman von einer Hamburgerin Schauspielerin, die auch eine Schauspielschule leitet, hat hier einen sehr farbenfrohen, tollen Roman herausgebracht, der mich irgendwie sehr berührt hat. Handelt von einer Frau, die am Anfang des Buches im Debüt, sozusagen, im Prolog, als alte Frau an Zaun geht. Ich weiß gar nicht, ob sie schmücken will, ob sie einfach nur frische Luft schnappen will. Sie schaut auf ihre Füße, ein wiederholendes Bild, sie schaut immer gerne auf ihre Füße, sackt sie aber zum Boden und stirbt. Und zurückblicken werden jetzt die wichtigsten Passagen ihres Lebens erzählt. Als junges Mädchen, wie sie die Kraft der Lüge kennenlernt, als junges Mädchen, wie sie in der Pubertätsphase wohlwollend die Familie beobachtet, aber trotzdem immer rebellisch ist, auf einer Hochzeit auf Sylt, wo ihre Tante heiratet, wobei Sylt wird gar nicht genannt, aber eine Insel in Nordfriesland, wo ein Zug hinfährt, ich vermute, es sei Sylt, wo sie wohlwollend ist, aber immer rebellisch ist und als Frau dann auch ihren Ehemann bei einer Lebenslüge meint zu ertappen, weil sie wünscht sich ein weiteres Kind, sie haben eine gemeinsame Tochter, aber der Mann dann plötzlich sagt, nee, ich möchte eigentlich gar nicht mehr, und er ihr aber vorher mal gesagt hat, klar, wir Großfamilie etc. Und ein sehr schöner Familienroman, sehr farbenfroh und mit vielen tollen Anspielungen und immer wieder Farben, die da reinspielen. Also mir hat es sehr, sehr gefallen. Ein irischer Roman, Donna Ryan, Die Sache mit dem Dezember. Ein Buch, was aufgebaut ist wie eine chronologische Jahresabfolge, deswegen Die Sache mit dem Dezember. Wir lernen hier einen Protagonisten kennen, der sehr still ist, aber nicht doof. Ein Mensch, der Ländereien erbt von seinen Eltern und in sich gekehrt ist, aber es ist die ganze Zeit rumort es in seinem Kopf. Er hat tausend Gedanken, er macht sich über alles Gedanken, aber er bringt es einfach nicht, dass er darüber redet. Das wäre zum großen Verhängnis, denn dieses Dorf hat die Möglichkeit, auf diesen Ländereien einen großen Konsumtempel zu bauen. Aber er schweigt und hört sich auch alles an und bringt dadurch die ganzen Dörfler gegen sich auf. Das kommt so weit, dass einige proletarische Menschen, die nicht so mögen, ihn auch zusammenschlagen, Krankenhausreif schlagen. Und er in diesem Krankenhaus seinen Bettnachbarn näher kommt, das heißt, es werden Freunde, Kumpel und auch die Krankenschwester, die ihn erotisch sowie auch anzieht. Diese drei werden eine enge Freundschaft und es kommt am Schluss zu einem großen Showdown, kann man fast schon sagen. Ein toller irischer Roman, ohne typisch irischer Roman zu sein. Noch ein feines kleines Büchlein, wirklich sehr, sehr süß und sehr dünn. 5/4 Stunde bis zum Meer im Mare Verlag von Ernst van der Kwaast. Ein Büchlein, was ich ganz kurz, also wirklich, man liest es ganz schnell durch, aber es bleibt lange in Erinnerung. Wir lernen am Anfang des Buches einen Postboten kennen, der einen Brief zustellt, lieber aber doch bei seiner Frau ist, die hochschwanger ist und bald das Kind auf die Welt bringen wird. Aber der Roman fängt von einem italienischen Jungen, fängt aber damit an, dass er mit seinem Bruder am Strand sind und den italienischen Frauen nachgucken. Es ist aber noch nicht der Zeitraum des Bikinis, denn der Bikini ist hier noch nicht erfunden. Was wieder immer wieder erzählt, wieder zurückblicken, wie das gekommen ist, dass dieses Kleidungsstück entworfen worden ist. Aber sie lernen auch eine Frau kennen, die, bevor sie zum Strand ging, mit ihren Schwestern sich gestritten hat um den Badeanzug und dieser bei dem Streit halt auseinandergerissen ist. Und sie baut sich aus diesen beiden kleinen Stücken sowas wie ein Bikini, den es natürlich noch nicht gab. Als sie aus dem Meer herauskommen, sind die beiden Jungs total zerschossen und auch der Protagonist ist total verknallt in dieses Mädchen verliebt und möchte ihr auch näher kommen, will sie küssen und es entsteht auch eine Liebesbeziehung, die aber aus dem Freiheitsdrang von ihr nicht wirklich lange hält. Er wird
Apfelpflücker bzw. Obstpflücker im Süden Italiens und Melker in den Wintermonaten, bis er dann nachher als alter Mann zurück in sein Dorf kommt. Und wir wissen, der Postbote bringt ein Brief. Ein schönes kleines Büchlein. Kenneth Bonert, Der Löwensucher, ein unglaublich toller Debütroman, sehr literarisch, sehr komplex, hat mich von der Struktur an einen John Irving-Roman erinnert, weil trotz der Dicke des Buches ist jede Seite gefüllt mit tollen Geschichten. Es handelt von den Auswanderern, die von den Prognomen geflohen sind nach Afrika. Viele Juden haben halt die Flucht nach Afrika angetreten. Und hier Gitel, die mit ihrem Sohn und deren Tochter nach Afrika gehen. Der Vater ist schon vor längerer Zeit vorgegangen. Der betreibt eine kleine Uhrenwerkstatt. Und der Protagonist ist halt dieser Sohn, der in diesem jüdischen Ghetto Unwesen treibt und durch eine sehr peinliche Situation halt auch von der Schule fliegt eines Tages und dann anfängt bei einer Möbelpackerei zu arbeiten, sich da auch in ein Mädchen verliebt, wo sie halt den Umzug mit organisieren. Er aber dann, dadurch, dass er die leeren Umzugswagen bei den Rückfahrten immer als günstiges Busunternehmen umfunktioniert, kann das sein Chef natürlich nicht auch nicht dulden und er verliert auch diesen Job. Dann lernt er noch einen Wunderheiler kennen, so ein kleiner Halotri, der durch die Lande zieht. Dieses Mädchen, was er kennengelernt hat, die kommen sich dann auch näher. Und er hat sich immer als Weißer gesehen, als kluger Weißer und hat auch die Landbevölkerung nicht so behandelt, wie man sich das gern gewünscht hätte. Er ist also auch kein richtiger Held in diesem Roman. Er fängt dann irgendwann eine Lehre an als Automechaniker und wir lernen hier praktisch viel aus seinem Leben kennen. Wir folgen einem Protagonisten, der nicht immer sympathisch ist. Das ist ein unglaublich komplexer, schöner, toll geschriebener Roman. Sehr viel Wort jetzt. Franz Hohler, Gleis 4, ist schon ein bisschen auf dem Markt, nur ich habe es jetzt, als es als Taschenbuch rauskommt, zum ersten Mal richtig für mich entdeckt. Hat mich unglaublich gefesselt, liest sich wie ein spannender Krimi, ist aber sehr literarisch, handelt von einer Frau, die nach einer Operation sich gern Urlaub gönnt und hat sich mit ihrer besten Freundin verabredet und sie will halt einen Zug jetzt zum Flughafen, weil sie demnächst in Urlaub fliegt, verabredet und sie hat einen großen Koffer dabei und während sie zum Zug geht, spricht sie ein älterer Gentleman an und fragt sie, ob er nicht helfen kann, den Koffer mitzutragen, ihr zum Gleis bringen. Während sie dann beim Gleis ankommen, will sie sich bedanken, der alte Herr nickt, fällt aber tot zu Boden, hat einen Herzinfarkt und verstirbt. Deswegen nimmt sie natürlich nicht diesen Zug, steigt nicht ein, steht Rede und Antwort der Bahnhofspolizei etc., weil sie ja natürlich auch die Letzte war, die jetzt mit ihm gesprochen hat. Auch die Witwe, die anreist, will sie natürlich kennenlernen, die aus Kanada extra anreist und will wissen, was vorgefallen ist. Das Lustige bzw. das Spannende an dem Buch ist auch, sie hat während des ganzen Trubels hat sie eine Tasche von ihm mit eingesteckt und hat dabei auch das Handy von ihm mit dabei, was auch immer wieder klingelt und beim vierten Mal geht sie dann auch wirklich ran und wird aber wüst beschimpft. Der Anrufer will auch tunlichst vermeiden, dass der Tote, was dann nicht weiß, eine Feierlichkeit besucht. Also ist sie hellhörig und sie kriegt dann auch mit dem Gespräch mit der Witwe, dass er zwei verschiedene Namen hatte, weil der Mann, der ihn dort am Handy angerufen hatte, nannte ihn anders, als er jetzt von der Witwe genannt wird. Also ein spannender Roman, der sich weiter auseinanderklammbüstert und auch ein bisschen die Schweizer Geschichte mit Asylantenfrage sehr durchleuchtet, was mir so nicht bekannt war. Also ein tolles Buch. Elif Shafak ist die meistgelesene türkische Autorin, die mich schon zum zweiten Mal unglaublich gefesselt und begeistert hat. Diesmal ein historischer Roman, der in Istanbul spielt. Fängt an mit einem Inder, der mit seinen weißen Elefanten nach Istanbul kommt. Dieser Elefant soll halt als Geschenk dem Sultan überreicht werden und er als Tierpfleger dort mit angestellt wird. Während er dieses Tier aufpasst, dieses pflegt, lernt er auch die Tochter des Sultans kennen, verliebt sich natürlich in diese. Es bricht auch ein Krieg aus, wo er mit den Elefanten halt auch als Begleiter, der Elefant soll auch kriegerisch eingesetzt werden, mitkommt. Und dort lernt er halt den Architekten kennen, den es auch wirklich gegeben hat. Und wer mit dem
baut er später, weil er erst ein Schüler wird, die große Aquädukte, die Moscheen etc. Und dieses Buch ist so gut recherchiert, dass die handelnden Personen teilweise echt gegeben hat, echt gelebt haben und die Produkte hat, also die Monumente gibt es ja alle wirklich. Und das hat mich einfach eine Zeit verführt in Istanbul, die so farbenfroh daherkommt, unglaublich schön und komplex geschrieben ist. Also ein schöner historischer Roman von Elif Shafak, die einfach nur toll schreiben kann. Bücherlawine. Antonia Michaelis, das Institut der letzten Wünsche. Antonia Michaelis haben wir persönlich kennengelernt, sie hat hier in dieser Buchhandlung schon mal gelesen. Auch aus einem Roman, der so ein Crossover-Roman ist. Sie schreibt ja normalerweise Kinder- und Jugendbücher und hat mit diesem Buch wieder einen Roman geschrieben für Erwachsene ab 16, würde ich sagen. Es handelt von einer Frau, die ihr Medizinstudium abgebrochen hat und beim Institut der letzten Wünsche arbeitet. Das Institut der letzten Wünsche macht nichts anderes, als Sterbenden den letzten Wunsch zu erfüllen. Die haben halt zwei Regeln. Das heißt, der Klient muss wirklich einen ärztlichen Attest vorlegen, dass er innerhalb von nächsten Monaten sterben wird. Und man darf sich in diesen nicht verlieben. Wir lernen hier viele Situationen kennen, wo es wirklich vielen Menschen immer wieder den letzten Wunsch erfüllen, sei es die Callas nochmal singen zu hören, wobei die Callas gibt es gar nicht mehr, die ist schon verstorben, aber es ist halt eine demente Frau, wo man sagt, manchmal, wie können wir das hinbekommen, dass diese Stimmung wieder vermittelt wird. Oder dass man nochmal ein Riesenrad fahren möchte in einen stillgelegten Freizeitpark in Berlin oder nochmal Muscheln sammeln an italienischen Stränden. Das versuchen sie alles hinzubekommen, auch kleine Notlügen sind natürlich da inbegriffen. Sehr rührselig, das ist das Hauptthema des Buches, aber sie kriegt natürlich auch einen Klienten, der krebskrank ist, auch ein Tumor, der nahe der Lunge liegt, irreparabel, und sie sich natürlich in diesen verliebt. Aber sein letzter Wunsch ist, dass er nochmal seine damalige große Liebe treffen möchte, weil die war hochschwanger, als sie ihn verlassen hat. Sie setzen alles daran, sie zu finden, wobei es natürlich der Protagonisten auch nicht ganz so geheuer ist, sie wirklich zu finden, weil sie ihn ja nun liebt. Und sie kriegt auch, umso mehr sie recherchiert, kriegt sie auch mit, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Ein schönes Buch, was wirklich auch viele Fragen näher bringt. Und Antonia Michaelis es immer wieder schafft, mich als Leser dahin zu bringen, dass ich durch die einfachen Strukturen dieser Geschichten aber trotzdem dahin komme, dass ich doch vieles mal wieder anders sehen möchte. Dass ich vieles einfach mal, sei es im anderen Roman, Jugendbuch, wo man einfach sagt, man stell dich mal im Kopf. So, dass man einfach mit einfachen Mitteln einfach uns ein ernstes Thema sehr nahe bringt. Jetzt haben wir den Wechsel schon gemacht. Antonia Michaelis hatte ich ja schon gesagt, das ist so ein Roman für junge Erwachsene ab 16. Dementsprechend gehe ich jetzt weiter. Jetzt kommen noch Jugendbücher, die ich noch vorstellen möchte. Da fangen wir mal an mit meinem MacGyver-Buch für junge Leser. Ich fand es unglaublich witzig. Infinity Drake handelt von einem coolen Erfinder und seinem kleinen Begleiter. Es ist hier in diesem Roman so, dass ein Wespenstamm gezüchtet worden ist, die hochgiftig sind und die aus militärischen Zwecken eingesetzt werden sollten, aber dann, dass dieser Plan dann doch vereitelt worden ist. Aber leider waren zwei Bienen noch, Bienen oder Wespen, weiß ich gar nicht so genau, übrig geblieben und eine Wort geklaut und freigesetzt. Um diese ja zu finden, haben sie eigentlich nur eine Chance, sie müssen kleine Sensoren oder kleine Maschinen hinterherjagen, weil die nur so eine kleine Stoffe absondert, die man dann nur Millimeter, also beziehungsweise Mikrokosmos erahnen kann. Der Erfinder des Buches, eigentlich der coolste Charakter im ganzen Buch, hat nun eine Schrumpfmaschine erfunden. Das Doofe ist nur, dass der Protagonist, der 13 Jahre alt ist, auch geschrumpft wird. Er jetzt natürlich aber auch der Held des Romans wird und es ist sehr spannend geschrieben, auch mit allen Erklärungen, wie diese Schrumpfmaschine funktioniert, also ziemlich gut durchdacht und es ist wie so ein kleiner MacGyver-Roman. Macht Spaß. Jetzt neu im Taschenbuch, Naura Star, ein Buch, was ich schon damals unglaublich gerne gelesen habe, deswegen zeige ich es jetzt einfach hier nochmal. Handelt von einem Jungen, einem Protagonisten, der hier vorgestellt wird, der mit seiner Mutter, die immer davon träumt, einen Friseursalon zu eröffnen, aber doch in armen Verhältnissen leben. Sie jetzt an seinem Geburtstag zu einem Pferde,
Rennen gehen. Und er auf die Toilette geht und die Toilettenwände sind sehr dünn und er konnte ein Gespräch mithören, wie zwei Frauen, die wahrscheinlich vom Fach sind, sich über das anstehende Rennen unterhalten. Das baut er so auf und nimmt das einfach an und bittet seine Mutter jetzt doch, ihr Geld zu geben, weil er möchte mal Pferde wetten. Und da jetzt natürlich alles so kommt, wie er es gewettet hat, sind alle erstaunt und fragen, wie konnte das passieren? Und er dann auch sagt, jo, ich konnte hell sehen. Das steigert sich so hinein, dass er auch bis zum Schluss zu einer Castingshow eingeladen wird, die so ähnlich abläuft wie seine Bohlenshow, wo er aber auch wieder vorher durch Aufregung auf Toilette wieder ein Gespräch mitgehört von der einen Jurorin, die mit einer Putzfrau redet und auch viel Privates preisgibt, was er im Gespräch vor der Kamera preisgeben kann. Dementsprechend wird er zum Star, der hell sehen kann, und wird natürlich in der Schule angehimmelt, auch sein bester Freund will sein Manager werden, bis er dahin geht und seine Mitschüler erpresst, weil er ist natürlich hellseherisch, fähig, das heißt, er kann, weiß, was die denken, was sie tun, etc. Und das kommt natürlich nicht so gut an bei seinen Klassenkameraden, bis die große Seitenblase platzt. Also lustiger, toller Roman für junge Leser. Katja Brandes hat wieder ein neues Buch herausgebracht. Flotas diesmal. Katja Brandes hat schon mehrere Romane geschrieben, die so kleine Öko-Thriller sind für junge Leser. Spielen immer in verlängerten Gegenwart, das heißt, sind kleine Zukunftsromane. Hier das Thema, wie wir mit unseren Meeren umgehen. Er spielt im Jahr 2030 und es schwimmt im Ozean ein riesengroßer Plastikteppich von unserem ganzen Plastikmüll. Und ein Millionär will halt diesen Teppich absammeln. Mit an Bord sind zwei Zwillinge, die schon von Kindheitstagen auf dem Meer gelebt haben und diesen Plan auch hatten, weil sie sonst Schock mal hatten als Jugendliche, wie sie gesehen haben, was da wirklich im Strudel im Atlantik schwimmt. Sie werden aber von den Piraten entführt und auf diesem Ölturm, wo sie gefangen gehalten werden, ist aber auch ein Junge, der am Anfang des Buches auch schon entführt worden ist und denen wahrscheinlich helfen will. Ein spannender Öko-Thriller, der wirklich aktuelle Themen aber aufgreift, das aber in die Zukunft projiziert. Mein letzter Roman, den ich heute vorstellen möchte, Dark Mouth. Selbst das Cover haben Jugendliche mitgestalten dürfen. Dementsprechend ist es ein Buch, was bei jungen Lesern unglaublich gut ankommt. Und mir hat es auch Spaß gemacht. Der Legendenjäger, wir lernen hier einen Protagonisten kennen, der eigentlich nicht Held sein möchte, er aber in dieser Stadt der Legenden lebt und sein Vater ist halt Legendenjäger. Legenden sind nichts anderes als Fabelwesen, die hier herumgeistern und er die halt bannen muss. Und gleich an der Anfangsszene ist er alleine gegenübergestellt, ein riesiger Stiermonster will ihn halt jagen und er immer wieder nach seinem Vater ruft und der Vater halt nicht erscheint, er den Kampf mit gegen dieses Stierwesen halt alleine aufnehmen muss, das auch schafft. Er kann dieses Stierwesen verbannen und in dem Moment erscheint sein Vater. Hat auch gut geklappt, weil ab dem Moment gehört das Dorf dir, weil ich muss weiterziehen, du bist jetzt der neue Legendenwächter. Ziemlich lustiger, spannender, toller Roman für junge Leser. Ich hoffe, es war jetzt was vieles dabei, was Spaß gemacht hat, was angeregt hat zu lesen. Vielleicht haben sie auch Spaß, eins davon zu lesen und Sie können weitere Tipps von uns gerne auf der Homepage Buchhandlung-Friedrichsort lesen oder unseren Blog Leseschatz und vielleicht sehen wir uns bald wieder. Danke!